Alter, und diese scheiß Schneidwerkswagen, dass die Die nicht sind. mal stehen bleiben können, ne? Wird mal Zeit für den Integrierten. Hoffentlich verfärbt sich der Boden. Wird das ja. Perfekt. Klappt ja. Also bei mir sieht es aus, als wenn es annimmt. Schaue ich Ja, gleich noch mal. macht er. Perfekt, kann ich durch. Jo. Machen da meine. Die tun sich wieder ärgern. Also ich mute mich mal und dann. Ja. Ich höre dich ja, wenn was wäre. Genau. Ich bin auch bescheuert. Ich bin so bescheuert, ey. Ich bin sowas von bescheuert. Oh. Das Schneidwerk brauche ich doch überhaupt nicht. Dann mache ich mir die ganze Mühe für etwas, was ich nicht brauche. Hat er nicht sowas wie Maisgebiss? Ja. Und ich nehme mir wieder die X-Disc. So, jetzt aber ab mit dem Ding hier. Liegt nicht hundertprozentig, aber liegt. Ich brauche auch, glaube ich, einen anderen Platz für die Schneidwerkswagen. Die gehen mir da ziemlich auf den Nerven. So, mal, wenn man mal schneller da reinrauscht, sehr gefährlich, dass man die nicht trifft. Und da sich die Deichseln ja auch ständig verdrehen, ist das einfach nur unangenehm, gerade da in der Ecke. Ich sag ja, für sowas ist so eine Art Durchfahrtshalle genial. Ja. Es gab halt nur keine coolen. Bis jetzt. Ich Die habe ich gar so keine hatte. richtigen gefunden. Ich habe nur so komisches. Es gibt eine, aber die ist halt auch extrem groß. Und wegen so zwei, drei Anhängern wollte ich nicht so einen riesen Vieh dahin kloppen. Ja, Und das hab den stimmt. Platz auch ehrlich gesagt gar nicht. Das stimmt, das muss ja nicht. Ich glaube, jetzt haben sich meine Kinder eingekriegt. Also, das ist jetzt. Eigentlich sind sie schon längst im Bett, wollen aber nicht wirklich. Es ist ja Wochenende, okay, da können sie ein bisschen länger ab. Ja. Aus ein bisschen machen die gleich was Kopfgefühl. Gib mal einen kleinen Finger. Ja, reißen sie dich gleich ganz auseinander. Oh ja, war ich da anders? Ich glaube, da waren wir alle nicht anders. Oh ja. Jetzt weiß ich auch, warum das alles so komisch war hier. Fahrzeugkamera zurücksetzen und dynamische Fahrzeugkamera aus. Das bin ich gewohnt. Jetzt passt das auch wieder. Dann fahren wir jetzt hier schön unten durch die Stadt, wo es richtig ruckelt. Haben wir ordentlich Mais auf den Haufen. Bin gespannt, was wir da rausgeerntet bekommen. Machen wir aber nur mit da rein, wo das Gras jetzt drin ist, oder? Genau. Okay. Was überbleibt, Obwohl könnte man ja eigentlich auch ja, in das das wird aber andere nicht, reinmachen. wird glaube ich nicht viel sein, was da überbleibt. Also gucken wir mal, wenn das. Wenn es sich lohnt, das eventuell dann abzudreschen, dann würde ich das machen, dass wir ein bisschen Mais auf Lager haben. Wenn es jetzt nicht so viel ist, dann hauen wir es in das andere rein. Dabei gilt es dann zu definieren, was ist viel, was ist nicht viel.
Ist Warnblinker ausgegangen, Tatsache. Wenn man dann blinkt, gehen die aus. Gut zu wissen. So, den aufklappen, den aufklappen. Den aufklappen. Rohr ausklappen. Das. Okay, ausklappen ist besser als. Und dann schaufeln wir mal schön voll das Ding. Ja, jetzt ist natürlich, hier ist blöd, hier kann man jetzt, was man eigentlich sonst immer außer Innenperspektive machen kann beim Mais, weil man sich da nach den Reihen richten kann, geht es jetzt in dem Fall nicht, weil wir nämlich irgendwie komplett diagonal hier durchfahren. Musst du nicht. Dich einfach irgendwo durch in die Richtung, wie du möchtest. Ja, das werde ich auch gleich machen. Ich wollte hier nur zur Straße hin erstmal ein Vorgewende. Ich werde auch hinten einmal, also ich werde einmal jetzt komplett im Kreis, glaube ich, rumfahren. Bis dahin bin ich wahrscheinlich auch viermal voll. Okay. Ich habe gerade angefangen, habe jetzt schon 13.000 Liter drin. 14. 15. Ja, okay, der bei 100% ist der 16. Geht schnell. Ja, wenn nicht, hole ich mir gleich den JCB. Überlege auch eventuell jetzt gerade den noch einen Traktor mit dem Ladewagen zu holen, dass ich zur Not zwischendurch im Ladewagen abkippen kann. Ja. Also in dem Überladewagen. So zwischenlagern und ich fahre dann halt schnell hin und her und dann ist es auch wieder leer. Ja. Ja, wobei, wenn ich den erstmal voll habe, den Überladewagen, dann kriegst du den so schnell nicht leer. Da geht das Doppelte rein von dem, was du wegfahren kannst. Aber das muss ich dann auch erstmal schaffen, so voll zu fahren. Da hängst du den ab, dann nehme ich den mit. Den Überladewagen? Den habe ich ja gar nicht dran. Ich habe ja den Krone Cargo dran. Ich meine den richtigen Überladewagen, den wir haben. Ja, so, da geht da überhaupt Gehäckseltes rein? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den jetzt. Ja, müssten wir gleich mal erstmal gucken, bevor ich anfange, den hierher zu holen. Bevor wir Pläne schmieden. Ja. Es war schon gut, dass ich das aufgefüllt habe. Ich wäre jetzt leer. Hast aber noch einiges zu fahren, oder was? Ein bisschen weniger als die Hälfte. Okay. Das sind drei Bahnen bei der Wurfbreite. So, jetzt bin ich mal gespannt. Lässt sich das abernten und ist das auch so ergiebig wie das andere, was noch grün ist? Also das, was ich hören und sagen, heißt sogar ergiebiger. Ich glaube auch. Dieses Grüne, das Dunkelgrüne. Jetzt komme ich nochmal in so ein Stückchen da rein. Also es soll anscheinend ergiebiger sein. Ja, nee, nicht unbedingt. Die Zahl steigt eigentlich komplett gleich, ob durchgewachsen oder nicht durchgewachsen. Dann machen wir erstmal nur die ersten beiden Felder, weil hier ist nämlich der große oder etwas größere Cut drin. Den lassen wir auch mal eben. Du hast die Grünstreifen da, oder? Genau. Machen wir 46, 47 jetzt mit einem Schlag weg und dann gucken wir mal, wie voll dann das Silo auch ist. Ja. Eventuell können wir dann die 48 komplett durchwachsen lassen und das tatsächlich nochmal abernten. Ja. Dass wir erstmal die Füllstände nachchecken. Ja. Und wenn wir erstmal Silage haben, haben wir ja auch mal ein bisschen was. Und wir pflanzen dann ja wieder an. Gras wächst ja immer wieder nach. Also ne, sollte kein Problem sein, das den zweiten Bunker auch nochmal zu füllen. Wobei ich ja tatsächlich die Hoffnung habe, dass wenn wir dann irgendwann mal die 400 Kühe zusammen haben, dass die auch dementsprechend verbrauchen, dass wir in diesem Rhythmus bleiben können mit Silage machen. Ich werde das mal auf dem Testding einfach machen. Wir haben eine große Stall und werden 200 Kühe reinschmeißen und dann sehe ich an der Zahl, wie viel ich brauche, dass es voll ist. Ja. Was sehen wir? Diesen Füllstand. Dann haben wir irgendwo so eine kleine Referenznummer. Full.
Weißt du, was ich meine? Dass wir wissen, wie viel wir Ja, brauchen, ja. damit die überhaupt einmal voll Ja, sind. Doppelte brauchen wir dann ja in dem Fall. Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn wir 400 haben und du das mit 200 testest. Ja, klar, aber ich weiß halt nicht, wie viel jetzt 300 brauchen. Das Ja, das weiß ich auch nicht. meine ich ja, dass wir irgendwo So. erstmal eine Referenz haben, dass wir wissen, okay, die Zahl können wir hochrechnen, beziehungsweise runterrechnen, wie auch immer. Überladewagen nimmt Gehäckseltes an, alles klar. Dann nehme ich, du fährst mit dem JCB den. Dann nehme ich den Klaas dafür mit. Hat mich eine kleine, so ein Fittich nicht getroffen. Dort geht man. Fuck. Ja, beim Klaas ist auf jeden Fall ein zu großes Gewicht dran. Wenn du mit dem ein bisschen in der Kurve voll in die Eisen gehst, Der schricht aus. ja, dann bricht der hinten aus, dann gehen die in die Luft, die Räder. Den schiebt's voll weg. Das ist der Hammer. Ja, ich habe halt auch keine Ahnung, wie viel Gewicht braucht man für welches Gerät und so, ne? Ist halt Ich gehe nochmal gerade so. mit der Dings-Mod macht's das jetzt ja auch nicht einfacher. Und mit dieser Dingsmod gehe ich so 60-40 mäßig aus. Also wenn hinten 1000 Kilo dran hängt, brauche ich vorne nur. Wie viel? Ja. Ja, Ein Tick jetzt ist weniger. die Frage, wie 1000 Kilo an Arbeitsgerät, was komplett in der Luft hängt, oder ein Anhänger, der 5 Tonnen wiegt. Dann hängt auch ungefähr 1000 Kilo hinten dran. Ja, ich sag mal so, ein Arbeitsgerät, was in der Luft hängt, hat einen höheren Schwerpunkt. Ja. Wenn du da in die Kurve gehst, zieht es dich trotzdem weg. Heißt also, wenn du diesen Rauch Düngestreuer hast mit was 7000 Liter, glaube ich. Glaub sowas, ja. Ja, dann hast du deine 7000 Kilo plus das Gerät selber nochmal 1,5 Tonnen oder so. Ja. Dann bist du Und bei. der Schwerpunkt ist keine Ahnung wo, weißt du, nein, da haut Genau. sich trotzdem weg. Aber 9 Tonnen Gewicht gibt's nicht. Nee. Schwerste, Aber was dann war. 3,3 oder sowas, gell? Was ist denn hier los? Wieso fahre ich nur 30? Nicht mal. 3,3 ist, glaub's, Gewicht. Oder 3,5. Ja, kackt der so ab, weil es hier bergauf geht, oder was? Eine Steigung ist drin in einem. Was? Aber ich glaube, eine Steigung ist in einem Feld drin, aber ich glaube, an dem Und hinteren. ich bin auf dem Weg dahin. Ich fahre hier auf der Straße. Ich fahre aber nur 30. Ja, dann hast du falschen Sprit getankt. Doch ziemlich ruckelig hier. Hä? Was machen deine FPS? Das ist alles perfekt. Nix warm. FPS gut. Ich fahr 30 und das ruckelt hier. Lock. Gut möglich. Ja, jetzt bergab beschleunigen wir mal. Ach Ruckelt so. trotzdem wie Sau. Nicht, dass die Lok Lua schmeißt wegen irgendeinem Mod. Der wäre mir jetzt aber neu, weil den haben wir schon mal benutzt. Und da lief alles Ja. einwandfrei. Das war bei mir auch. Bis ich halt einen Mod, einen anderen, eine gewisse Situation bei irgendetwas genommen habe. Da hat der Lua Fehler geschmissen und die Lua haben sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und haben sich endlos in die Lok geschrieben. Das ging so weit, dass das Spiel stand. Durfte das dann nicht liebevoll beenden. Ist der Bart ab? Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin gleich da und das ist mit der Überlade. Wobei, gut, ich würde halt schon mit dem Überladewagen gerne. Muss ich hier auch ein bisschen mobil bleiben jetzt, ne? Hä? Das ist mir ein richtiges Rätsel. Er kann ja wohl kaum zu schwer sein jetzt für den Traktor. Das war deswegen, weil man sieht ja auch, dass es immer am Springen ist. Ist ja Der kein flüssiges Glas, Fahren. du hast jetzt von dem Glas, oder? Ich habe jetzt den Klaas und da hängt der Überladewagen dran. Aber der Glas, der hat doch 410 PS. Ja, aber einen leeren Überladewagen muss er locker ziehen, auch wenn es ein Ja. Dreiachser ist. Nee, ich meine ja, 410 PS, den müsste der regelrecht zerreißen. Jetzt fährt er auch komischerweise bergauf 40. Jetzt gibt er Gas, hat auch runtergeschaltet, alles. Du weißt schon, ich war in der Ortschaftsrunde, da hat dich automatisch runtergedrosselt. Ah nee, falsches Spiel. Falsches Spiel. Ja. So, jetzt eiert er wieder hier rum. Blicke ich gerade überhaupt nicht. Ich tu mal den
rennt, mit dem Schild versehen. Stelle ich ab und komme drüber rein.